Liebe Kickers-Fans, neu bei den Blauen ist Tobias Feisthammel. Er wechselt von VfB 2 zu den Kickers. Hallo Tobias, die Kabine und das Stadion kennst du ja schon. Was unterscheidet die Kickers und den VfB 2 voneinander, außer die gute Luft hier in Degerloch? Ja, grundsätzlich unterscheidet es natürlich, dass die Kickers als erste Mannschaft antreten, dass viel, viel mehr auch Medieninteresse da ist, dass die Mannschaft halt auch mehr im Fokus steht öffentlich. Ja, grundsätzlich sonst, ja, man spielt Tierfußball, man spielt dort Fußball. Ich bin jetzt einfach nur froh, dass ich für die Kickers spielen kann und freue mich, dass es endlich losgeht dann. Ja, der Wechsel ging jetzt eigentlich relativ schnell. Wie kam der Kontakt zustande und wie bist du hier in Degerloch aufgenommen worden? Also zunächst mal sehr, sehr gut. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen, das Trainerteam auch. Auch sportliche Leitung hat soweit alles gepasst. Also der Kontakt, der kam, ja, wie kam der zustande? Also eigentlich bei unserem letzten Spiel schon hat mal der Martin Braun mich mal angesprochen gehabt, wie es denn bei mir so aussieht, wie es bei mir weitergeht. Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen und ja, dann der Kontakt, der blieb dann jetzt über die letzten 3-4 Wochen. Ja, und dann haben wir eigentlich immer das immer mehr so finalisiert. Ja, du bist ein erfahrener Spieler, hast schon Einsätze in der Regionalliga, Dritte Liga und auch Zweite Liga gehabt. Wieso dann deine Situation bei den Kickers? Sollst du die Mannschaft führen oder was ist so die Erwartungen von dir selber, aber auch vom Trainerteam? Ja, also ich glaube, ich komme ja schon als erfahrener Spieler hierher, wie gerade schon gesagt. Und ich glaube, dass ich einfach meine Erfahrung, die ich über all die Jahre gesammelt habe hier, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz hier gut einbringen kann. Natürlich erwartet das Trainerteam von mir, dass ich hier schon eine Führungsrolle übernehme. Aber allen voran erstmal muss die Leistung stimmen, ne? Und alles andere kommt dann von alleine. Ja, in der Hinrunde haben wir von deinem Ex-Verein eine richtige Klatsche bekommen. Gibt es eine Revanche dann im Rückspiel? Ja, hoffentlich. Also in der Hinrunde habe ich noch für die anderen gespielt. Ja, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt steht erstmal ein anderes Spiel auf dem Programm. Aber natürlich, wenn es dann ins Derby geht gegen VfB 2, will vor allem ich auch. Aber ich denke einfach, alle Blauen wollen, dass wir da eine Revanche nehmen. Aber allen voran gibt es da in dem Spiel 3 Punkte und die wollen wir haben. Ist dann im Grunde egal, wer das ist, aber natürlich ein Derby-Sieg ist immer was Besonderes. Dann wünsche ich mir viel Spaß und viel Erfolg hier bei den Blauen. Dankeschön.